Tja, dieser Text ist nun wirklich voller Fehler und Word zeigt dir das auch schon an. Überall, wo diese rote Wellenlinie darunter liegt, vermutet Word Fehler. Und indem ich jetzt zwischen zwei Buchstaben hinein tippe und du siehst die pulsierende Markierung, den sogenannten Cursor, da kann ich dann einen Buchstaben einsetzen oder in diesem Fall jetzt zuerst löschen und das entsprechende H einschreiben. Ja, so geht das weiter. Manchmal muss man gleich mehrere Zeichen aufs Mal löschen. Um dir da etwas Zeit zu sparen, überfährst du alle falschen Zeichen und löscht sie mit der Löschtaste auf einmal. Bei manchen Wörtern bist du vielleicht gar nicht so ganz sicher, zum Beispiel hier. Da kann man mit einem Rechtsklick Vorschläge aufrufen. Schriftsteller schreibt natürlich mit 2L und sogleich kann ich das durch die richtige Schreibweise ersetzen. Hier unten kommt dieser Schriftsteller gleich nochmals. Und du hast sicher schon oft gehört bei Aufsätzen, dass du Wörter wiederholst, was nicht sehr geschätzt wird bei Lehrpersonen. Hier hast du auch die Möglichkeiten, wenn du das Wort richtig geschrieben hast, nach Synonymen zu suchen. Mit einem Rechtsklick hast du hier verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Autor oder Dramatiker. Ich wähle in diesem Fall mal Autor. Eine weitere Möglichkeit wäre der Thesaurus. Das ist eben ein Synonym-Wörterbuch. Hier hast du noch deutlich mehr Möglichkeiten, die dir eingeblendet werden. Und manche Wörter, die werden auch als falsch taxiert, die aber richtig sind. Beispielsweise Namen von Personen oder Ortschaften. Nehmen wir an, das wäre tatsächlich ein Name, der so geschrieben ist, dann könntest du diesen Namen zu deinem Wörterbuch hinzufügen und in Zukunft wird das nicht mehr als falsch markiert. In diesem Fall aber lassen wir das, es ist nämlich ja tatsächlich falsch geschrieben. Beim unteren Abschnitt stimmen die Wortzwischenräume nicht. Sehr praktisch sind diese sogenannten nicht druckbaren Zeichen, die kannst du über dieses Symbol hier ein- oder ausblenden und du siehst hier deutlich, dass es zwischen diesen beiden Wörtern zwei Leerschläge hat, sollte aber immer nur einer sein. Das Satzzeichen folgt unmittelbar auf das letzte Wort und nachher hat es einen Leerschlag. Das ist hier beispielsweise falsch. Nach dem Komma hat es dafür dann einen Leerschlag.